เจลีฮัลโหลสวัสดีค่ะ deswegen habe ich immer einen Hut auf Schatz und langes Hemd an weil die haben ganz schöne Krallen, denk dir mal dran, gell? Vor allem wenn ach, gibt's heute Pat Kapau? Ja, Pat Kapau, noch nicht. Sollte es eigentlich heute geben, aber der Uwe bekommt nichts mehr. Das ist ja wieder misslich hier. Nein. Die Vögel haben Vorrang. Ah, grüß Gottle, wie geht's? Bist schon wieder hier? So. Hallo, oder? Guck mal. Scheint lecker zu schmecken. Das ist ja wieder ein Bild für die Götter hier, ehrlich du. Also das scheint denen zu schmecken. Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute ist Dienstag, heute ist Vögeltag. Und die Vögel sind also wirklich ganz scharf auf dieses Grünzeug hier. Echt du, ich sag dir. Oben also, nicht nur unten. Wo ist oben? Oben im Kopf. Ach so, oben im Kopf. Je mehr, Schnur. Ja. Jetzt ist da Leonie auf dem Mikrofon drauf. Schön. Also, mögen sie scheinbar gerne frisch aus dem Garten. Und da sind die also wirklich ganz verrückt drauf, aus solches Grünzeug dann hier. Und auch die grauen auch, ne? Ja. Also mögen sie alle gern. Komm mal her, fürs Arbeiten hier. Ein bisschen Grünzeug hier, komm. Oben dem Kopf. Ein bisschen Salat hier. Schnur. Ich auch. So. Aber ich schon gib warten für Essen. Ah. Will nicht. Aber ja. Wenn ihn haben, dann alles Kopf kaputt, oder? Ja, die sind auch ein bisschen verwöhnt. Wahnsinn. Sie möchten auch ein bisschen bedient werden hier, ja? Guck mal hier. Anna. Voll wieder drauf hier. Wer ist das? Anna? Anna. Leonie. Hat mich auf Kopf hier. Anna! Guck mal, Leonie hier. Mit mir. Leonard. Leonard war die Arme um den Kopf drauf hier, ehrlich du. Also. Temperatur heute, so 28 Grad. Es ist immer noch Regenzeit, ist ja klar. Und gerade September ist ja der Monat bei uns mit den meisten. Wo hat mir den Finger gereicht? mit den meisten Regen. Und bei uns ist aber jetzt größtenteils, dass wir nachts ordentlich Regen haben dann. Ja, 28 Grad, so. Wenn aber dann die Sonne wiederkommt, ne, dann hast du ruckzuck wieder deine 36 Grad. Ne? Ja, also die Vögel haben es aber soweit gut überstanden hier den Regen heute Nacht. Und wir haben ja hier gut Dach drüber da. Ne? Sind sie dann auch trocken und sieht gut aus. Was zum Spielen haben sie auch hier, was zum kaputt machen. Total. Romeo. Live war auch gut, ne? Am Samstag hatten wir ein super klares Bild, muss ich sagen. Ab und zu halt vom Zoom her, dass die Kamera dann, wenn Vogels davor ist, dann will er nicht sofort wieder scharf machen. Aber im Allgemeinen war trotz dem Wetter, hatten wir ein gutes Live gehabt. Ich weiß schon, ich mag diese, dann mit nur jede Fighting, Jack 30. Und mit dem Live gestern, nicht mit dem Live, mein zweites Video da schuldig, das musste ohne Kommentare gehen, weil sonst geht das nicht auf. Verstehst du? Ich durfte da die Kommentare dann nicht rein offen machen, weil dann geht der Witz ja verloren. Du verstehst? Wenn einer jetzt da schon reinschreibt hier, dann ist ja die ganze Spannung schon weg. Deswegen durfte da also die Kommentarfunktion nicht offen stehen. War aber gut, ne? Ich fand's hervorragend. Ich hab mich ordentlich amüsiert. Ja gut. Guckt euch nochmal an, wer es jetzt gesehen hat. So, lasst es euch schmecken, ihr kleinen Rabber. Ja, Cookie. Wo ist Cookie? Hinter uns. Also, sie versucht immer noch, ist klar.
Ja, es ist so, von wegen hier, wir sollen der mehr Pflege und Aufmerksamkeit schenken da. Wie kann Nick Lock die Cookie? Ja, sie kann dann laufen. Nee. Klar, sie kann laufen, sie kann hier krabbeln, sie kann hoch, sie kann. Die Katze. Sie kann hoch, sie kann runter. Ja. Ne? Und wenn wir als Mensch jetzt da nicht eingegriffen hätten, da, also in der freien Natur, wäre sie schon lange tot. Ne? Das muss man einfach sagen, da sie wäre nicht lebensfähig in der freien Natur. Ne? Einmal sie will unten essen, dann sie kommt. Wenn ich take some oben hoch, dann sie kommt unten essen. Okay. Ja. Noch einmal. Ja. Nimm und sei ruhig und klammer mir nicht ins Ohr hier, wenn du schnell genug geht hier, du. Dann hab ich nichts. Also. Unten, ne? In der Freien jetzt mal. Unter dem Fuß, ne? Ja. Oh, Ling! Wer sich schon lange tot von einer Schlange aufgefressen oder von anderen Räubern, ne? Ja, ich komm ja schon. Ach, du bist aber auch anspruchsvoll, ehrlich du. Du bist noch anspruchsvoller noch als meine Frau, ehrlich. Ey. Schlimm mit dir. Ey. Ei, ei! Ja, ich halt hier hin, okay. Wir machen anders. Wir machen anders. Hier, privat. So. Okay? Zufrieden? So. Ich komme ganz von meinem Text ab hier. Ne? Also. Sie kriegt hier schon jetzt genug Pflege und Aufmerksamkeit und das muss genügen und du kannst ja auch so einen Vögel da auch nicht so arg jetzt verwöhnen hier, gell? So wie sie hier. Sie hier. Oder du hier. Ihr Granatenspitze. Ne, also sie hat schon hier ein gutes Leben und im Vergleich dazu, wo sie vorher jetzt gelebt hat, ne? Ihr habt das Video vielleicht jetzt auch gesehen, wo wir die vier abgeholt haben, ne? Wo sie davor in was für ein Käfig sie jetzt da war, da, ne? Ist es für sie hier also wirklich schon wie im Paradies hier dann da. Das muss man ganz klar sagen. Und das passt in meinen Augen, passt das dann da schon. So, und jetzt stehe ich hier wie mit Doppelmikrofon hier, ehrlich du. Oben. Oben auch noch, komm her. Das muss ganz lecker sein, ne? Was heute Pat Capao? Nee. Pat Capao Pit? Nein, wenn Mutter in der Pat Capao nicht, ja. Da muss ich ja das mitnehmen hier. Das kriegt ihr jetzt nicht mehr. Das ist meins. Nein, wir hätten noch genug im Garten noch. So. Sonst ist hier alles gesund und munter. Wie gesagt, halt Regenzeit, wir haben hier alles ein bisschen schwammig, hier ein bisschen rutschig alles hier. Bleibt aber halt nicht aus dann da, ne? Und wie gesagt, wir haben mal gut das Dach da oben drüber dann da, ne? Hängen sie wieder hier, wie die Hühner auf der Leiter hier, ja? Schön. Tommy, Arabella. Wo Arami? Ich vermute mal, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ich sehe keinen Unterschied. Na? Du bist die Schlimmste hier. Du hier. Julia. Tipp. Tipp. Arabella. Tipp. Arabella. Tipp. Wo Arabella? Hier, Arabella. Na? Bist du sicher? Ja. Wer? Links oder rechts? Rechts. Rechts, Arabella. Sawadika. Ah. Bist du schon wieder hier? Stoffel, bist du schon wieder hier? Nicht das Kabel essen. Nicht das Kabel essen. Boah, sie frisst das Kabel auf hier. Hilfe! Hilfe! Ah. Julia! Weißt du, kommt sie an, wir knabbern am Kabel rum hier. Das geht ja nicht! Einmal zuschnappen, ist Kabel kaputt hier. So. Nee, ich, ist die alte hier. Ich habe noch eine alte Kamera hier.
Da musste ich ja mal ein extra Mikrofon noch mal dran schrauben. Hier noch mal ein externes Mikrofon, weil das was dran ist, das ist scheiße hier. Da hängt ein Kabel dran, da fressen sie auch dran. Und schwer ist das Ding hier, du. Naja. Schön. Aber vielen Dank für Irena und Ben und Bu. Für Spenden für Vogel. Futter essen, ja. Aber man hat zwei PayPal. Einen kommt zu Malaika, aber die Malaika so langsam. Normalerweise kann das kommt zu mir auch so, ja. 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 Normalerweise jetzt unser hier nach Thailand rüber, ne? Ja. Ja. Macht nichts, kommt alles an. Ja. Wir freuen uns, sagen vielen Dank. Und ihr freut euch auch, gell? Freu dich mal. Hey, 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 hey. Ja, wann fahren wir los? Heute noch. Man hat nie gegessen. Gottes Willen, die armen Vögel. Na gut, Mais ist noch genug da. Ja, Mais. Ja. Na gut. 40 Kilo gestern Leute senden. Also, ihr werdet nicht verhungern, ihr kleinen Racker hier, gell? Ihr kleinen Racker. Ja, guck mal, die Alavilla hat keine Sonne. Das war letztes Mal. Ja, gut. Vielen Dank. Kokunka, Irena und Ben und Bu. Komm, ich will nur ein bisschen, ne? 3 Stück. Ne? Ja. Jetzt hat so viel. Jetzt hat mehr. Ne? Guck, 2, 4. Wächst. 7 Stücke. Ja, sie braucht ja auch Zeit, sie braucht auch natürlich. Ne? Und du kannst den Vogel auch nicht jeden Tag baden. Jungs, das geht auch nicht jeden Tag. Du kannst den Vogel jeden Tag da in die Badewanne stecken. Das geht nicht, ne? Also das funktioniert nicht. Ja. Es geht ihr gut, sie ist soweit fit und wie gesagt, sie klettert und macht alles hier, frisst alles gut. Ne? Wenn einer kommt, verteidigt sich auch, also das ist alles in Ordnung. Ne? Mehr können wir da nicht machen und wir können hier halt das Gnadenbrot geben hier, ne? Und das passt ja dann schon. Ne? Ja. Cookie, unser Walter. Ach, du hast sie hier stecken. Video am Sonntag, ne? Wo wir da die Papageien jetzt geholt haben. Die Statuen. Ne? Und jetzt hat sie die Seerosen hier rein. Ich dachte, die kommen in den Teich. Ach. Na gut, gehen wir weiter. Schnümpfensittiche, hier sind wir. Da ist er schon wieder. Ganscha! Du bist auch ein Rennvogel, du. Ehrlich, du. Du bist ein Rennvogel. Ganz schön hier. Du bist ein Rennvogel, bist du. Okay, da kann ich gar nicht hinterher mit der Kamera. So, wie geht's euch hier? Ganz noch mehr 3 kleine Racker. Aber ich verstehe nicht. Von da, Chihop-Hop auch so, aber wieso hat keine Eier? Also die sind fleißig am Hoppel-Hoppel machen, ne? Ja. Fleißig. Aber kommt irgendwie keine Eier. Brauchen die vielleicht mehr Kalk, dass sie Eier bilden können? Fehlt da was in dem Futter? Ja. Dass da vielleicht irgendwie zur Eierschale-Produktion, dass sie dann anderes Futter brauchen? Kann das sein? Kann das sein? Von daher. Dass sie andere Futter brauchen, um da irgendwelche Eier überhaupt zum Produzieren da. Ich habe von Vögeln keine Ahnung. Ne? So. Ich weiß es nicht, ne? Aber das musst du wissen. Du bist hier die Vogelfrau. Ganz schön! Kommst du schon wieder her? Weiter, Ganz schön mit mir. Echt? Nee, hier, ganz schön. Ganz schön bei mir. So. Och, gerne, komm mal. Das ist doch Ganscha hier, oder? Weiter, Ganscha mit mir. Du kannst aber schön pfeifen und singen hier, du. Ganscha! Ja, ist ja gut. Ich hab dich doch hier. Jetzt warte doch mal. Du
dass ich hier mal was verstehen kann hier. So, da ist er doch, hier. So. Ja, sicher. Du bist ein Pfeifvogel, du ehrlich. Schön gemacht. So, hoppala, so rum. So rum ist besser. Ne? Was machen die anderen? Wo ist denn hier unser Klettermaxe? Da. Klettermaxe, hier. Jetzt kann er fliegen? Nein, sind sie. Immer noch nicht. Ja. Ja, ja, ja. Ja, schon wieder. Wie so ein Specht hier. Wie so ein Specht. Oh, hier ist von innen, ne? Er macht von innen. Da ist noch einer drin. Der macht so, das ist er gar nicht hier. Im Kasten ist noch einer drin und der macht. Die mögen auch gerne. Hm? Das meiste schmeißen auch runter. Ich glaube, wichtig ist es auch jetzt hier kaputt machen. Mach kaputt. Da kommt er, da kommt er. Du hast geklopft hier. Die Gelbe hier. Der war am Kloppen. Im Käfig drin. Oh! Ich bin am Rufen hier. Ich sage, Mann, komm! Arbeiten! Arbeiten, hoppel, hoppel! Die Morgen, ich schon geguckt, hat nicht, ne? Mhm. Wenn wir jetzt mal einkaufen wieder fahren, dann gucken wir mal nach Futter irgendwie mit für Eier legen, irgendwie Kalk oder was, oder ein paar Eierschalen hier hinlegen oder was. Ne? Vielleicht fehlt denen da was. Ganz schön. Gib mich jetzt. Gib mich jetzt. Gib mich jetzt. Er guckt, du weißt gar nicht, was er machen soll. Vom Anfang vorher, ne? Ja. Ganz oder du? Ich lasse das an die Farbe liegen. Nee. Na, komm her, komm. Komm her, komm. Ja, so kann ich nicht. So kann ich nicht. Komm her, komm. Gut gemacht! Gut gemacht! Bist du da, kleiner Hosematz, du? Hosematz! Hallo! Hallo, wa? Hallo, wa? Also Schwäbisch oder was hier? Auch nicht schlecht. Sehr schön, sehr schön. Nächste! Komm her, du! Hopp. Gehen wir weiter! So, hier stehen sie noch. Also ich werde jetzt gucken, dass ich hier, wir fahren, ja, glaube, die Woche fahren wir nochmal los in die Stadt hier, dass wir dann da Kunstharz drüber machen. Die Idee fand ich auch sehr gut. Besser noch als Klarlack, ne? Und gucken, ob wir hier Kunstharz kriegen in Thailand. Und das Ganze dann schön versiegeln, ne? Dass die Farben dann noch so schön frisch und leuchtend bleiben. Na? Also, Bruno und wir machen zu. Ich finde, das ist gut, ne? Hat zu auch verdient, oder? Ja,
Du? Ich meine auch, ja. Das passt eigentlich auch. Dann haben wir sie auch mal jetzt hier verewigt. Das passt doch auch. Also einer Bruno und zu. Heppa! Schön. Dann war noch hier, dass wir das Ganze hier noch ein bisschen jetzt versetzen. Das haben wir nicht jetzt gemacht, weil das da vom Boden her wieder noch mehr wieder höher ging dann da. Ne? Ihr müsst ja denken, wir haben ja hier alles wieder schräg hier. Ne? Das sieht man so gar nicht auf der Kamera da. Ne? Und deswegen haben wir den auch da auch schon höher jetzt gemacht. Dann muss der da noch mal wieder höher. Da, ne? Deswegen sitzt er dann auch so. Und wenn wir dann wieder weiter rüber kommen, da geht ja auch jetzt noch der Weg hin, wo wir hochlaufen dann. Ne? Also so passt das schon. Ist nicht ganz mittig im Fenster, das ist richtig. Aber vom Laufen her passt das dann am besten so her. Und wieso? Na? Wir warten hier. Wenn Abonnenten kommen hierher, dann kann der Teefoto mit Uwe und Bruder und zu euch. Das neue Wahrzeichen von Pupan. Schön. Passt schon. Ja, die Schaukel hält ja noch, ne? Ja, muss mal ab und an, muss man ein paar Teile tauschen da, so wie der. Aber das kriegen wir doch alles wieder repariert hier, ne? Gut, wir schweifen wieder vom Thema ab. Jetzt Robert und Annalena. Auf geht's. Das sind schöne, ja. Ja, diese kommen gleich. Kommt auch schön, ja. Kommt gleich. Schöner Platz hier, ne? Passt. Und die heißen? Die hier? Du hast gesagt, irgendwas mit Cobra. Cobra da. Also diese über. So. Aha, Cobra. Robert und Annalena. Na, ihr kleinen Racker. Wie geht's? Was macht die Liebe? Was macht's hoppel hoppel hier? Noch nie. Noch nicht. Nur putzen. Naja, nee, aber haben sie gut, ne? Das passt. Vom Anfreunden jetzt hier, ne? Das ist jetzt gut geworden dann. Aber wir wollen sie immer noch nicht hier jetzt reinsetzen, in dem anderen Käfig hier. Weil nämlich hier, ne? Die Dame ist ja so böse, wenn wir da wieder was experimentieren da, ne? Das wollen wir auch nicht, du. Wenn, dann müsstest du da schon wieder mehr reinsetzen hier und dann, ach Gott. Wir lassen es lieber so, ist sicherer, ne? Weil sie hat ja schon jemanden getötet hier. Sie hier, ne? Ja. Passt. Wir lassen es so und dann ist das in Ordnung hier, ne? Mit Robert und Annalena. Ja. Schöner Name, ne? Für den Grünen. Chris schlecht drauf gegen Licht, ich weiß schon. Mal probieren. Ja, er kommt. Ja, er kommt. So. Robert. Ja, guck da. Annalena. Ja, Chris nicht drauf, Annalena. Na gut, mach nichts. Aber Robert ist da. Gut, ne? Wasser holen. Ne, heute nicht, ne? Das machen wir nicht auf dem Video drauf. Wo macht Video? Wo hinten? Ja. So, hallo, wie geht's? Da kommt er. Drei halt hier. Ihr seid die lautesten, ehrlich du. Ihr seid die lautesten Vögel hier. Echt du. Ihr seid am schlimmsten. So, Rosi, Richie, nicht am Kabel beißen hier. Richie, George, nee, das ist Joy. Die hat einen Ring dran, sieht man hier, Joy. Und George, Georgie Boy. So. Hoppala, sind sie weg. Und dasselbe hier auch, ne? Also wir werden jetzt doch mal Futter umstellen. Dass wir mal ein Spezialfutter kaufen jetzt hier, ne? Und das ist jetzt meine Vermutung jetzt, was ich habe, dass denen vielleicht irgendwas fehlt, verstehst du? Dass denen irgendwie ein
Nährstoffen vielleicht fehlt, dass sie dann keine Eier vielleicht produzieren können. Ich weiß es nicht, verstehst du nicht? Sie kriegen ja immer Frisch hier. Mais haben sie, sie haben Sonnenblumenkerne, sie haben hier dieses Ganscha haben sie da, sie kriegen Grünfutter, kriegen sie auch, ne? Normalerweise ist das ja ausreichend, aber vielleicht eben nicht genug, um Eier zu produzieren, ne? Das sage ich mal so als Laie. Ne? So. Hinter dir, alle vier da, alle vier. Sind alle vier, auch mal ein schönes Bild, ja. Vergessen, guck mal, Kabel. Kabel von draußen lebt noch. Achso, hier von hier. Lebt auch noch. Lebt auch noch. Tschüss. Gib mir Kiss. Tschüsschen, danke. Das sind die lautesten hier, ich sag dir ehrlich. So klein wie sie sind. So klein wie sie sind hier. Oh. Kleine. Tilak, wo sind deine sexy Gummistiefel? Die hat man von Dr. Tilak. So. Ja, ja, jetzt muss es lang haben. Ne? Ja, Schlamm ist schon. Das Wetter ist bescheiden zurzeit. Vier Stück da, ne? Alle vier da, ja. Also mit Verdunkeln hat jetzt auch da nichts jetzt gebracht dann da, ne? Das hat also auch keinen Effekt gezeigt hier. Ich will nicht. Lass mal gucken, für die neue Vogel. Wir werden dann also jetzt mal anderes Futter nochmal dazugeben. Ne? Die teure in ich weiß es nicht, was es da jetzt gibt, aber es gibt bestimmt was, ne? Was dann die. Aber. Eierproduktion anregt. Wir müssen mal gucken in der Zoohandlung dann. Was es da gibt. Oder Internet, muss ich Internet gucken dann. Ne? Kann ich heute mal schauen, was es da im Internet gibt. Ne? Oder halt bestellen. Oh. Dann, ne? Ja. Oder Eierschalen. Eigentlich haben wir Eierschalen, haben wir auch jetzt genug. Wir essen auch jetzt genug Eier. Ne? Oder jetzt, was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare rein, was man denn da am besten gibt. Was das Beste ist dann da. Ne? Oh, mein Mikrofon ist nur auf. Weg da, weg. Immer auf den Fifi drauf hier. Hopp. Och, Kernhormon. Hopp. Ja. Hier. Hopp. Umtauschen. Darf ich auch mal sitzen? Ach, ist das schön hier. Gerne. Ah. Eine. Eine nur. Zwei. Die war nicht so schwierig. Kleine Robon. Hast du dein Ding schon wieder an hier, dein? Jung. Moskito-Qualm-Ding. Will ich gleich. Ja, du hast eine lange Hose an, ich habe eine kurze Hose an. Nein, man unbedingt mit Piken. Mich mögen sie nicht. Mich mögen sie nicht. Ja. Zeig die Gewalt hier. Ganchale. Tino will take come for sale. What is that load?
Tiger. Hat er auch eine Muppe da, Ellie, du hin? Erde, kann ich sagen. Ja. Ding, ding, ding. Wir tanzen, ne? Ding, 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 ding. Hm? Dann würde ich sagen, war es das für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Frauen und die lustigen Vögel aus Thailand. Und tschüssle, ciao. Und tschüssle, ciao. Jot und Joy. Losi und Winchi. Losi und Winchi. Kidu, ja. Nirgends auch weiter. Und tschüss. Ciao.